okay. Geht schon. So, nächste Begegnung. Rufen gegen Beißel. Und es steht nicht 3-1, sondern 0-0. Na, jetzt bin ich gespannt auf jeden Fall, wie er es schafft, mit Duckhand abzuschneiden gegen Cloud von Ruben. Kann das Matchup auf jeden Fall. Hat das ein bisschen mit mir geübt, das Cloud-Matchup. Ja, grundsätzlich braucht man mit Cloud nicht wirklich Matchup-Experience, wenn man Bread and Butter gut beherrscht. Das heißt, ab erst ineinander zu stringen, up tilts und sein Limit einzusetzen. Oh, er ist offstage. Oh. War ein ganz hinter F-Smash, muss man sagen. Netter Try. Oh, er trifft mit der Backer, aber sie killt nicht wegen der Dose. Oh, schön. Oh, das war sehr lustig. Okay. Schafft es dann noch nicht wirklich, ihn zu killen. Die Dose ist auch sehr... sehr komisch. Oh. Gut traden kann er jetzt zwar nicht, weil er keine Lead mehr hat, aber... er kommt auf jeden Fall aus den Scary Edge Situations raus. Kurzzeitig, nachdem er wieder reinkommt. Okay, Cloud ist wieder offstage. Versucht ihm wenigstens sein Limit zu klauen, aber schafft's nicht. Und noch eine Dose, aber diesmal sprengt er sich selbst in die Luft. Und verliert dafür den Stock. Er geht auch direkt wieder in die Luft und kassiert erstmal zwei Up-Airs. Ruben schildert inzwischen die Dose ganz gut. Darf Beißel jetzt so nicht mehr einsetzen. Muss damit irgendwelche Kombos machen, ihn da irgendwie reinwerfen, aber so bringt ihm das nichts. Er hat, glaube ich, Crazy Footstool Combo versucht. Mit der Clay Pigeon. Und punisht gerade auf jeden Fall nicht die Schilds von Ruven. Hat da eine Rolle geredet. Oh, er lebt noch. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Beißel schafft stockmäßig auszugleichen. Ist jetzt auch von der Dose getrennt. Wirft sie also offstage, damit er die neue rausholen kann. Okay, tagged. Echt guter Tag. Das könnte auch so ein ekliger sein, der zu nah dran ist, um ihn zu taggen. Oh, er versucht es mit der Dare to fair. Wie kriegt der? Weißt du, es muss jetzt schaffen, irgendwie zurückzukommen, aber die Smashville-Plattform ist ihm da gerade im Weg. Oh, abgespaced. Killt noch nicht. Oh, die Dose! Okay, er hat jetzt kein Limit mehr. Das kann durchaus scary sein für Cloud. Aber, Moment. Kriegt das hin, warte. Okay. Ja, er greenet immer wieder offstage, leider. Banger, banger. Skate jetzt auch am Start. Yeah. Okay, und einmal mit den Augen geblinzelt wird und schon ist das Match vorbei. Und das erste geht an Ruven. Yeah. Oh yeah. Spannendes Set hier mit Ruven und Beißel. Warte bei Duckhand. Er nimmt Roy, okay. Ja, mal schauen. Also, das Matchup ist nicht so schlecht, wie man vielleicht vermutet. Aber mal sehen. Cloud Bread and Butter, sag ich mal. Ja. Sind wir sehr gespannt hier. Oh, und direkt so einen heftigen Jank. Alles klar, ja. Das ist natürlich jetzt ein guter Beginn für Beißel. Mal gucken, ob er sein Lead ausbauen kann. Ja, Ruven hat auf jeden Fall immer noch Lust. Oh, er legt es da direkt auf diese Edge Guards an, auf jeden Fall. Oh, das war's. Hat sich erstet. Wollte er fair sein.
Mal gucken hier, Bunga Bunga. War. Das ist noch, ja, even kann man eigentlich sagen. Oh, er schafft es gleich noch drauf ranzukommen. Super in diesen Edgeguard-Situationen. Mhm. Die ganze Zeit in der Edge. Fast gar nicht so in der Mitte von der. Oh! Oh, das hat mich getroffen! Oh. Alter, diesmal klatscht er nicht gegen die Edge. Und oh, das war aus der F-Smash. Raw, yeah, ja, nice. Put it in a raw. Okay. Ün, ün. Es ist jetzt ün, ün. Uno, uno. Er muss was trinken. So ein heftiges Set, da muss er erstmal was trinken. Okay, ich guck gleich mal. Oh, jetzt haben wir Healthy Boy. Hunger, 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 Hunger. Scheiße. Ja. Ja, du hast nicht richtig gegen ihn gespielt und du hast, bist immer wieder gerollt. Also so gerollt, mhm, dass er irgendwas macht. Hab ich auch gemerkt, oder? Das war dumm. Auf jeden Fall. Aber für das zweite Set des Tages ist nicht so schlimm, weil Skitty raped like alle in Losers. Losers. Wo muss ich da überhaupt? Oh, das ist wieder, ey. Hast du gegen Kuh schon gespielt? Vier. So. Okay. Wieder an der Edge, beide an der Edge. Oh, wow, 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 wow. Gefährlich, gefährlich. Die Roy-Kombos kommen gleich. Muss mal ein bisschen. Oh. Mehr, oh. Zu fair. Mit denen irgendwie. Oh! Ja, das war gar keine schlechte Idee, aber war das ein bisschen zu langsam dann doch. Ja. Muss noch mehr Pressure, noch mehr Pressure auf mich schieben. Nur an der Edge. Oh, jetzt einmal in der Mitte. Das war's. Oh, was war das denn für ein. Ah, okay, vielleicht einfach ein Read. Ein Read, der nicht funktioniert. Das war ein Mist-Read. Oh, er wirft ja nicht auf Stage, da will er die Kombo haben mit der Fair. Und Prozente sind sehr wichtig. Sehr wichtige Prozente. Oha, die näher. Und das muss an der Limit. Limit ist weg. Sieht gut aus für Roy. Näher trifft. Zweiter Hit. Okay. Ist auch ziemlich stark, nichts vergessen. Auf Stage wieder? Oh, oh ja, okay. Gute Fair von. Kein Air Dodge, sehr gut. Aber er macht auf jeden Fall einen riesen Pressure, also ja. Roy gegen Cloud. Muss sehr genau sein, weil. Oh, getaggt. Diesmal ist getaggt und. Oh! Das sah sehr cool aus. Lehrte Api. Ja. Mal gucken, ob er jetzt sein Lead aufbauen kann. Ja, genau. Letztes Mal hat er die ja übertriebenst verschenkt. Oh, okay. Oh, jetzt verschenkt er es wieder. Wird sein Jab mit Down Smash gepunished. Da muss man aufpassen. Also, Cloud am besten nicht nähe Edge sein, weil Down Smash und Back Air ist immer schön. Das ist so. Ordinär. Komm, zweite. Aber hier. Oh! Okay. Er behält Limit. Er behält immer noch Limit. Okay, immer noch, aber er hat schon viel Damage gefressen. Boah, was? Da ist er durch die Side-B durchgerollt. Oh, die okay, jetzt kommt Cloud, oh, Dragon Butter. Noch eine? Nee. Aber Landing Lag gehabt und. Oh, nice. Es ist wieder even inzwischen. Ohne Scheiße, ohne Scheiße. Limit ist am Start. Mehr trifft doch immer wieder, das ist so komisch. Ja, das, ich finde das aber mit Cloud auch. Relativ schwer zu punishen. Es geht eigentlich. Es geht. Kommt halt immer so schnell raus. Oh, nice. Da kommt er wieder. Schöner Konter. Oh. Jab war ein bisschen misslung. Geht runter. Oh. Oh, ein Backhand. Oh. Na, hat er auf jeden Fall. Hätte er gut gebietet. Das war gut. Ich dachte, in dem Fall kommt Limit direkt. Oh, okay. Er ist auf Sage. Jab to fair. Oh! Krank. Er kriegt echt die DR. Ja, ey. Hat nicht mal gespiked, aber es passiert, reicht. Weißt du, bei Friends passiert sowas nie, aber da hat. Oh, geil, geil, geil. Oh, geil, geil. Es geht. Oder auch einmal auf die Kamera. Okay, warte. Nee, das ist Aufnahme. Also, es kommt schon auf YouTube, aber noch kein Stream. Noch nicht. Ah, bald. Sehr, 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 sehr bald. Die Überlegung auf Metanet. Oh, der hat direkt Metanet gekriegt. 2-1 für Beisel Max Weigel. Stimmt. Beisel jetzt mit der Führung. Er könnte es schaffen. Erste Mal NTL-Sieg.
Wer weiß, wer weiß. Alles ja jetzt, das ist ja wohl das Zenith. Jetzt kommt Special Meter Knight. Oh, es killt, hittet direkt mal nicht. Und schon zwei von den Dash Attacks, 3. Oh. Ah, er kommt da raus. Okay, 45% ist noch nicht so schlimm. Ja, er muss jetzt endlich mal checken, dass er. Ja, besser spacen muss gegen Meter Knight. Oder besser Schäden. Aufwendung. Ja, bisher war es ja eigentlich im Neutral nur Dash Attacks. Ja. Jetzt. Oh. Okay. Oh. Ist im Damage. Das ist gut, gleich kommt Panas. Okay. Die Roy ist auf jeden Fall ein lustiger Char, er ist so ein bisschen Millie-artig. Ah, ist übertrieben schnell und stark. Aber dafür ist seine Range. Bisschen Holzschwert. Aber sonst ist er klinglich krank, ey. Oh, was war das für eine Rolle? Okay, der Roy reads. Würde daraus lernen. Aber noch ist er nicht tot. Er chillt, safe dran. Okay, das war's. Nee, doch, tatsächlich. Ja, Town City, ne? Town City hier, ne? Ist auf jeden Fall wichtig, dass es, weißt du, falls er das hier jetzt verliert, die richtige Stage gegen Meter Knight wählt. Oder, ja, vielleicht kommt er auf Cloud. Oh, und? Er ist immer das ist schon da. Scary, wenn man da offstage ist und Meter Knight mit seinen Down-Airs rumschwingt. Conversion. Jetzt könnte ihn eigentlich noch ein heftiger Read helfen. Die übelsten F-Smash. Oder er ist gleich weg. Oh. Hat der Erdash gewonnen. Ich glaube, Jab2Upi hätte eventuell gekillt. Oh, was war das? In der Luft kriegt das eh nichts. Nee. Ja, das ist schwach. Ja, das war's. Das killt auch eher zur Seite als oben. Okay, schnelles 2-2 jetzt. Bald mal schauen, was. Weiß er jetzt Counter pickt, ob er einen anderen Char pickt oder was er generell macht. Am Anfang muss er ja sowieso erstmal bannen. Und dann Stage spielen. Okay, geht wieder zurück auf Cloud. Okay. Ja, ich dachte mir das irgendwie schon fast. Auch, aber irgendwie hätte ich das nicht geglaubt. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob er Angst vor Duck Hunt hat oder so. Oder einfach vor Matchups, die er nicht so mag. Jetzt ja, ist das auf jeden kann Fall auch wieder sein. Cloud gegen. Hat eigentlich nicht so sehr gute Erfahrungen gerade gehabt, aber gucken, vielleicht hat er ja ein bisschen gelernt. Vielleicht hat er es auch mal gelernt. Oh, Tilt, ab, ja. Okay, ja, zum Nair. Oh, konnte den Tech nicht. Hat er aber auch missklickt. Okay, aber das Momentum bei diesem Char ist halt, das wird. Oh, schade. Das wird Cloud in der Tat scary. Oh. Direkt schon. Für Cloud. Ja, Er ist offstage. Oh! Limit muss er. Ja, er hat den Sprung. Oh ja, okay. Choose Limit. Ist kein Sprung mehr. Versucht ihn auch irgendwie direkt zu killen, aber schafft's nicht. Er hat seinen zweiten Jump schon weg. Hat deswegen auch keine Stage Control mehr jetzt. Okay, offstage. Zu früh. Hat er seinen Jump damit geklaut. Er wollte, glaube ich, gerade springen und dann ist er dabei auf seinen Kopf gesprungen. Ja. Das ist zu low. Cloud immer noch schön Damage machen. Das tut weh. Vielleicht noch eine Abwehr? Ne, keine Abwehr mehr. Oder? Oh, nice Read. No, grab. Du Abwehr. Und du Abwehr. Und du. Ja? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall. Nicht diese gut. Diese eine fiese Kill eben gerade hat ihn davon rausgebracht. Wow! Oh, 3-2 für Ruben.